Wir hatten da in der letzten langgezogenen Kurve viel an Abtrieb verloren, auch den einen oder anderen Abflug. Da sind wir sogar im Training einmal RIP gegangen oder sowas. Aber das ist Halbwissen. Jetzt steht es wieder an. Mal kurz schauen, ob wir hier noch haben. Oder irgendwas tun können, aber mit 600 Punkten wird da nicht mehr viel bei rumkommen. Audio hat sich, by the way, wieder geändert. Ich weiß nicht, wie laut oder leise es jetzt sein wird. Finden wir einfach raus. Aber ich glaube, das ist jetzt schon zu leise. Dann schauen wir nachher, wenn wir im Auto sitzen. Wir sind aktuell auf dem ersten Rang. Nach zwei Siegen samt schnellster Rennrunde schaut das Ganze gut aus. So, dann gehen wir direkt ins Rennwochenende, ne? Da war schließlich nicht so viel zu tun. Und das Wetter für Porti. Oh Gott, das Wetter für Portimao, das spielt ja jetzt auch noch eine Rolle. Da kann es ja auch schnell mal regnen. Och, bitte nicht, Herr im Himmel. Bitte kein Regen. Darauf kann ich hier echt verzichten, auf der Strecke. Im ganzen Rauf und runter. Ich kann mir vorstellen, wie wir hier sogar maximal Abtrieb dann fahren, wenn es regnet. 11-11. Frank, hau ab. Frank ist immer noch hier, ne? Die Fliege, die seit Halloween hier chillt, seit dem Halloween-Stream. Der schwirrt hier immer noch rum. Oh! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nice! Stark bewölkt am Anfang des Rennens. Aber ich gehe mal nicht von Regen aus. Qualifying ist sonnig. Schön! Den Eis trägt 2, trägt 3, juckt nur diesen Scheiß. Aber die Teile werde ich erstmal so weiterfahren. Zwei Siege in Imola, sehr, sehr knapp. Wir erinnern uns alle noch. Das war ein sehr enges Höschen, sagen wir mal so. So, jetzt aber erstmal ja, direkt rein ins Training, ne? Würde ich sagen. Über die Rennstrategie, das Reifenmanagement und das Qualifying-Tempo. Sounds good. Qualifying-Tempo wird ein bisschen interessant, weil das halt das einzige Programm ist, wo wir wirklich hart pushen müssen. Na, schauen wir mal. Oh, was ist das denn? Das ist der falsche Monitor. Okay, dann schauen wir uns das gerade gemeinsam an. Ja, wie gesagt, durch Monitore hin und her stecken, hat sich halt ein bisschen geändert. Ich muss da gerade jetzt umbauen sofort. Moment, gab es hier nicht einen Studio-Modus? Ja, erstmal hier halt. Moment, konnte man das nicht irgendwie schon vorher umbauen? So, wenn ich jetzt darüber gehe. Was seht ihr gerade? Ihr seht gerade immer noch mich, ne? Also in der F1-Szene. Okay, geil. Und dann kann ich jetzt hier in Ruhe nebenbei umbauen. Display Capture. Bildschirm. Bildschirm 2 ist der Primärbildschirm. Ah ja, Tatsache. Ja, Moment, das ist aber Bildschirm 3. Ach, keine Ahnung. Fick, Scheiße. So, Übergang. Besser, ne? Sehr gut. Jawohl, das funktioniert sauber. Okay. Wieso schaffe ich es teilweise nicht reinzutappen? Das ist noch ein Ding, das verstehe ich nicht. Ich krieg's teilweise nicht hin reinzutappen. Tab raus normal, geh mit der Maus links rüber, tab rein, es passiert nichts. Bin immer noch hinter dem Fenster. Haben wir das erklärt? Ich bin wieder drin, keine Ahnung. 50 Mal rein und rausgetappt jetzt. Ist halt super nervig. Naja. So. Nach den Autoeinstellungen. Mal kurz schauen. Okay, den hatte ich letztes Mal bearbeitet. Das ist gut. Weil, wie gesagt, der war nicht richtig so. 9-9 fahren wir jetzt.
hoffe, dass ich gucke das jetzt nicht nochmal nach. Ich hoffe, das ist einfach das Richtige. So, Rennstrategie machen wir zuerst. Fahre eine Runde mit unterdurchschnittlicher Reifenabnutzung, fahre sauber durch einen Sektor, bleibe eine ganze Runde lang nicht mehr als 2 Meter von der Linie entfernt. Bevor wir starten, schauen wir uns natürlich noch Track Limits an. Wo ist meine schlaue Tabelle? Ich bin so froh, wenn der Monitor, ich habe HDMI-Kabel bestellt, wenn das ankommt, dann habe ich hier perfekt 2 Monitore auf den Seiten, ey. Da muss ich nicht immer alles auf einen Monitor quetschen, weil hier ist gerade StreamMaps drauf, Edge ist drauf, Opera ist drauf, TS ist drauf, normalerweise müsste auch noch Musik da rein. Und das alles auf einen Monitor wird uns dann ein bisschen eng. Wo war ich? Track Limits, ne? Genau. Track Limits in Portugal. Moment, das ziehe ich dann kurz raus. Dann können wir uns das nämlich direkt gemeinsam angucken. Wie wir das ja eigentlich planmäßig immer machen wollen. Okay, nice. Gehen wir einfach hier rüber, damit ich euch das zeigen kann. Und zwar haben wir hier in den Kurven 1, 4... Was ist hier jetzt gerade passiert? Moment, hier ist was kaputt. Und zwar haben wir Track Limits in den Kurven 1, 4, 5, 14 und 15. In 15 ist blau markiert. Blau markiert bedeutet Track Limits schon auf Curb raus. Ne? Also das USA-Ding, wo wir schon auf Curb raus sind. Sobald der Wagen halt komplett vom Asphalt runter ist und auf dem Curb landet. Also wie gesagt, 1 ist klar, ne? 1, 2. 1, 2, 4, glaube ich, war das. Ne, 1, 4, 5. 1, 4, 5. Logisch. Und dann 14 hier unten außen natürlich. Und halt 15 hier unten rum. Wo wir auch dann im Idealfall nicht rausfahren sollten. Soweit die Track Limits. An der Stelle. Strategie habt ihr gerade schon gesehen. Strategie im Qualifying wäre die Siegerstrategie. Medium Hard und Soft Medium Medium wäre halt eine Alternativstrategie. Wir werden dann auf Medium Hard gehen. Okay. Ich habe es schon wieder nicht geschafft reinzutappen. Wo ist da das Geheimnis? Gut, dann gehen wir in die Rennstrategie. Ich muss erstmal gucken, wie das läuft mit dem größeren Monitor, wie ich das da gebacken bekomme. Don't push the car just yet. Aber ich finde es doch viel geiler tatsächlich. Ich wollte schon länger auf den größeren Hauptmonitor umschwenken. Erst recht bei Racing und so, das ist halt viel geiler. Wenn du da einen größeren Monitor hast. Und ja, das ist geiler, sehe ich gerade. Ich meine, für euch macht das keinen Unterschied, ne? Ich habe nur dasselbe. Aber ich habe halt neu. So, was habe ich da gerade gesehen? Muss nochmal Sponsor-Dingens installiert werden? Ja, muss. Da draußen ist nichts mehr. Okay, da muss ich halt nochmal neu installieren. Also da gerade natürlich Track Limits. Das war Turn 4. Aber in Turn 5. Hier Track Limits, klar. Haben wir im vergangenen Jahr eigentlich überhaupt nicht übertreten an der Stelle. Das hier war immer eine kritische Stelle, weil man hier immer dazu neigt, sich zu drehen. Blinde Kurven. Hier reinbremsen hat eigentlich immer sehr Spaß gemacht. Auch hier muss der Abtrieb auf der Heckachse wieder mitspielen. Da kommen wir jetzt da ja schon in die Phase, wo wir beschleunigen müssen. Kurve 14 natürlich. Hier Track Limits. Und das wäre hier hinten natürlich raus. Und das wäre eine echt beschissene Anfahrt. Ja, das wäre auch aus den Track Limits logischerweise raus.
Aber da hatte ich gerade meiner Meinung nach schon wieder zu wenig Glück normalerweise. Moin moin! Alles fehlt uns selbst. Aber so ein 9-9 ist zwar verdammt viel Abtrieb. Auch ob es auf der Strecke reicht, weiß ich nicht. Hier werden wir auch in einem Rennen auf jeden Fall im dritten rumfahren. Qualifying muss ich im zweiten runterschalten, sonst verlieren wir da zu viel Zeit. Meine persönliche Hasskurve. Voll runter, voll mitten in den Berg wieder hoch. Schön reinbremsen, die macht richtig Spaß hier. Runter, Widersprung mitnehmen, nicht das Heck ausbrechen lassen. Bremspunkt treffen, runter im zweiten, werden wir später im Rennen auch im dritten machen. Dann ist das Schalten hier nach nämlich deutlich einfacher. Und wieder auf die Gerade. Ich bin noch nicht so safe mit dem Abtrieb, ey. Okay, super job so far. We're getting great Mikro? Data. Wenn ich wüsste, wie meins heißt, könnte ich dir bestimmt sagen. Oh, ein bisschen sehr langsam darum, ey. Guck mal unterm Stream, da steht mein Mikro. Unterm Stream in den Stream-Panels, dann steht mein Mikro drin. Das kann ich dir eigentlich empfehlen, aber das kostet, glaube ich, ein bisschen. Also so günstig ist das nicht, aber das ist auch das Einzige, was ich jemals hatte. Also auch logischerweise immer noch mein erstes. Abgesehen jetzt von Headset-Mikro oder so ein Schmutz, aber das ist ja wortwörtlich Schmutz. Schon im dritten rum, wir verlieren gar nicht so viel. Aber da muss ich halt nur einmal im vierten wieder hoch und dann war das. Ich fühle mich hier noch nicht sicher in der letzten Kurve, ey. Great lap. You've nailed what we asked for. Keep it up. Das war jetzt sehr langsam. Letztes Jahr hatten wir hier sogar ein relativ spannendes Rennen gegen Lewis. Ich glaube, der hat mich erst in der letzten Runde überholt und damit das Rennen gewonnen. Fand ich ein bisschen frech. Also letztes Jahr im My Team, ne? Komme ich halt überhaupt nicht ordentlich durch die Kurve, ey. Okay, super job so far. Nice. Ich habe nicht mal Overtake oder sowas benutzt. Hab ich komplett verdrängt tatsächlich, Overtake zu nutzen. So, hinter mir kommt jetzt Bottas. Freundlich wie ich bin, mache ich ihm natürlich Platz. Genau das, was er mir nicht machen würde. Weil die KI da im Training sehr weird ist. Ja, komm. Ich will nicht wieder wegen der Kollision zwischen uns beiden 5 Plätze nach hinten versetzt werden. Das wäre scheiße. Boxenstopp. Nice, ich darf wieder mit Jeff reden. Sympathisch. Bis ich das Spiel gleich einmal neu starte. Was wir auch noch müssen. weil ich die Mod mal installieren muss. Danach will er wieder nicht mit mir reden. Mach das. Ich call das jetzt. Vielleicht schaffe ich auch die Gegenjinx. Wer weiß.
Aber ich weiß, wie gesagt, ich fühle mich hier in den schnellen letzten Kurven noch nicht so geil. Wo ist denn hier nochmal die Box sein? Ach da. Ja, die von der MotoGP ist früher, deswegen habe ich mich gerade gefragt, wo die ist. Ja, okay. Ach, natürlich. Habe ihn ja vorbeigelassen. Ist ja klar, dann direkt wieder reinfährt. Und lasst euch Zeit, Freunde. Alles cool. Dankeschön. Ich bin mal gespannt. Mein Essen kommt nachher noch. Dann machen wir ein kurzes Päuschen. Aber anders konnte ich es halt heute auch nicht regeln. Also ich konnte noch nicht früher. Frank, hau ab. Ich konnte nicht früher kommen. Ja. Eigentlich war, hatte ich mir auch schon überlegt, erst ab 20 Uhr aufzutauchen. Frank, nicht auf meinem Arm sitzen bleiben. Alter, bist du fett geworden, Junge. Holy shit. Frank hat ziemlich zugelegt. Ja, kurz, da sitzt der Hummel auf meinem Arm, aber das war nur Frank, Alter. Ja gut, wenn man mal drüber nachdenkt, Frank lebt jetzt seit Halloween bei mir. Da kann man auch schon mal ein bisschen fett werden. Aber der will langsam raus, aber ich lasse ihn nicht raus. Weil der wird draußen bei der Kälte halt instant draufgehen. Heute hat es zum ersten Mal geschneit hier. Halleluja. Schneit, glaube ich, sogar aktuell immer noch. Eher so semi-geil. Okay, wir sind schon mal 2,8 Sekunden schneller als Yuki. Wir haben auch alles drei geschafft. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt aufs Reifenmanagement. Mit dem Qualifying-Tempo pushen will ich jetzt ganz am Ende machen, weil wenn wir dann die Karre zerlegen, ist nicht so ein Drama. Fahre eine Runde, ohne von der Strecke abzukommen, sollten wir hinkriegen. Fahre eine Runde so, dass die Reifen eine ganze Runde lang unter der Zieltemperatur bleiben. War letztes Mal verbuggt. Gucken, was heute da passiert. Weil man ganz ohne den Tanker 2 Meter von der Linie entfernt. Immerhin. Aber auf Soft. Weil schnellste. Wir müssen knallen, immer knallen. Reifenmanagement machen wir, ne? Okay. Heißt Lift the Coast. Ja, ist nicht Lift the Coast. Lüge. Heißt irgendwie um die Runden fahren und gucken, ob das funktioniert. Wenig beschleunigen, sachte bremsen, nicht während dem Lenken bremsen. So was halt. Oh, da gibt es Verschlei in der ersten Kurve. Bremsen! Bremsen! Oh Gott, ich muss hier weg. Ja, genau so. Ich dachte auch schon, die KI bremst mich eigentlich vorher ab, aber nö. Also vielleicht noch ein bisschen Abstand aufbauen. Oh, sollte ich nicht, von hinten kommt noch wer. Ja, okay. Das war jetzt scheiße. Da habe ich jetzt nicht auf den Minimap geguckt. Ich traue mich hier echt nicht nach Idealen. Ja, da wäre halt Track Limits wieder, ne? Aber das will ich machen, ey. Ich kann nicht über die Ideallinie fahren, das funktioniert nicht.
Ja, ein bisschen rollen lassen schadet da grundsätzlich nicht. Nee, ich verliere den Wagen, wenn ich nach Idealine fahre. Ich sag's, wie es ist. Dann verliere ich die Karre. Ich schmeiß die weg. Das ist absolut schrecklich. Kannst du doch nicht für voll nehmen, die letzte Kurve, ey. Boxenstopp. Pitting this lap then, come into the pits at the end of this lap. Vielleicht schaue ich mir nachher nochmal einen schnellen Guide an oder so, wie ich da nur durch diese letzte Kurve fahre, ey. Die E-Sports-Fahrer nicht gerade erst da gefahren? Da könnte man sich vielleicht ein bisschen was abgucken. Schauen wir nachher mal, wenn wir durch sind mit. Immer durch sind mit Training 1. Ist es natürlich bitter, wenn ich deswegen jetzt mein Qualifying-Tempo, im Qualifying-Tempo die Karre wegschmeiße. Oh shit, mir fängt eigentlich, muss noch was bestellen. Ja, wie gesagt, also das bei Gewichtsreduktion, das ist verbuggt. Musste das schon mal machen. Und da hatte ich die Reifen grundsätzlich unter 100 Grad. Weit, also unter 95 Grad waren die Reifen. Ich weiß nicht, was da die Zieltemperatur ist. Das steht hier auch nirgendwo, was die Zieltemperatur ist. Zumindest wüsste ich nicht wo. Steht hier halt nicht. Keine Ahnung. So, mindestens eine Qualifikation von 3. Lila wäre 1. Fahre eine optimale Zeit für Sektor 1. Erreiche in der Runde eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit. Fahre sauber durch einen Sektor. So, gerade ist nicht so viel los auf der Strecke. Müssen wir halt nur gucken, wie gesagt. Okay, let's go. Wir sind halt jetzt Qualifying-Tempo, ne? Jetzt ist halt Vollpush. Also Hotlap und Yalla. Gucken wir mal, wie witzig die letzte Kurve wird. Nicht. Das Sprit kann er ruhig verbrauchen jetzt. Oh, Verstappen stark auf den harten, ey, holy. Die sollte ich natürlich im Idealfall nicht vorbeilassen.
gefällt mir halt nicht. Oh ja, zu weit innen drüber. Ey, da hätte ich mehr Schwung nehmen können. Dass da keine Tracker mit waren. Der war jetzt noch einen Gang zu hoch. Aber wir sind dick im Soll der Runde. Ah, wird besser. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich schaffe halt auf die Gallien hier zu bleiben. Eins. Hole. Errechnet. Nice. 1.18.02.0. Okay. Das ist schon mal grundsätzlich nicht schlecht, man muss das dann natürlich umsetzen können. Das ist von der Zeit her eigentlich weit vor Perez sein, ich frage mich auch, wo Bottas bleibt. Aber der wird wahrscheinlich auch noch auf Harten rumgurken und so. Out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Okay, we can take you this lap. Na gut, haben wir Training 1 erfolgreich beendet. Im nächsten Training machen wir dann noch den Longlap-Test. Nicht Longlap-Test, die wissen schon was. Den Test unter Rennsprit. Renntests. Ja. Weil dann werden wir wahrscheinlich sowieso nicht so hart durch die letzte Kurve geiern können. Weil wir dann die Karre halt wirklich wegschmeißen. Ja, schön, ich bin soweit zufrieden. Zeitlich gesehen 2,53 Sekunden vor Perez. Und jetzt 2,5 Sekunden von Norris. Jeder Sektor lila, aber das kann man hier noch nicht vergleichen. Oder ist das okay mit Harten? Max ist aber schneller auf den Harten. There's only one lap of fuel remaining. Na gut, warten wir mal ab. Oh, wie ich müde, ey. Max, 2,1 Sekunden immer noch langsamer. Okay. Immer noch ein dickes Gap von 2 Sekunden. Achso. So unzufrieden bin ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, das bleibt ja auf den Haken.
Nice, erste Beste des Tages haben wir. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal. Zeiten habt ihr ja gerade gesehen, ne? So. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Gibt es zurzeit eine Rivalität zwischen Ihnen und einem anderen Fahrer? Oh, Max oder Checo? An Max, also schon Weltmeister, ein theoretischer Weltmeisterkandidat. Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Für den Titel, warum so überhaupt soll ich sonst, wenn ich ihn nicht wollte, könnte man antworten. Ich habe bereits das beste Team, also wird super laufen. Danke für den Kommentar. Team loben, Team loben. Ah ja, nee, stimmt. Moment. Genau, kurz Spiel neu starten. Beziehungsweise kurz Sponsor-Map-Dings aktivieren. Sponsor-Board-Mob. Mob. Mob, ja, Sponsor-Board-Mob. Genau das will ich installieren. Mach ich gerade kurz vor euch Musik an. Wäre das Ganze nicht so lame. Raus, 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 F1 beenden. So, habe ich das denn letztes Mal noch nicht installiert gehabt? Müsste ich aber eigentlich. Ah ne, Portimao kam erst später rein, ne? Vielleicht passt das noch nicht, stimmt. Kann ich ja nachgucken. Ich meine, wenn ich jetzt erstmal die Datei wieder rausschmeiße, ne? Die ich eigentlich schon mal installiert hatte. Ist bereits vorgekommen, aber ich glaube im Vorgänger-Game. Wo ist das denn? Was hatte ich dazu die eine Ordner irgendwo? Dokumente? Ah, Dokumente! Sponsorboard. Und hier das öffnen. Dann geh weg. Nee, doch da, Portugal, klar. Ich habe die Datei hier, aber sie funktioniert halt. Okay, er hat sie wieder zurückgesetzt. Dann kann ich auch warten, dass er die bei anderen Tracks zurückgesetzt hat. Super! Das ist wie die Pest, ne? No joke. So, ja. Moddatei habe ich halt schon mal gedownloadet. Portugal. Ich muss jetzt nur alle nach Größe immer ordnen. Was ist das denn für eine Datei? Achso, ja klar, die ist hier nicht mehr drin. Logisch. Die wurde herausgezogen, die Datei. Och Mann, ey, wie sehr ich das hasse. Guck mal kurz, Portimao. Eine Größe von 31 Megabyte, die Datei. Okay, ich hab. Ach nee, stimmt. Portimao war ja letztes Jahr buggy. Portimao war ja absolut buggy. Stimmt, da hat mir die Startampel ja gar nicht letztes Jahr. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, genau. Ja, pass auf, dann download ich die gerade neu. Download. Dann kann ich die auch löschen.
Wie riesig ist die Datei denn mit die 82 Megabyte? Ich bin gespannt, ob wir dieses Mal eine Startampel haben. Kann das sein, dass ich die zu dem Zeitpunkt direkt rausgeholt hatte dann? Weil halt die Startampel fehlte. So, einmal packen bitte. Oh nein, was habe ich gedrückt? Nein, es wurde ein Fehler begangen, stopp! Achso, ich hab's nur geöffnet. Oh. Gut. So. Was ist das? Warum sind das andere Dateien als sonst? Ich bin verwirrt. Okay, ich schieb das jetzt einfach mal da rein und ersetze die Dateien. Und jetzt starte ich das Spiel neu und guck, was passiert ist. Scheiße, ich hätte die Sachen offen lassen sollen. Der Fehler ist aufgeritten, achso, der hat sich wieder nicht ordentlich geschlossen. Naja. Wir müssen den kompletten ersten Sektor eigentlich durch Heineken-Werbung haben. Guck mal nach Kommentaren, da. Die Kommentare sind aber positiv. Könnt ihr das Spiel jetzt bitte starten? Danke. Tja. Ja, Musik mache ich erstmal aus. Gucken wir erstmal, ob das funktioniert hat. Oh, laut. Hallo, achso, ich bin wieder nicht reingetappt. Das ist laut, Spiel, ich würde gern reintappen. Was ist jetzt passiert? Ey, ist so eine Bugscheiße. Okay, auf einmal, keine Ahnung. Ich bin wie ein Wild am rumklicken und versucht da wieder reinzutappen. Es ist so eine Bug. Okay. Ich hoffe, das fixt sich alles, wenn der andere Monitor auch angeschlossen ist. Ja, mal kurz ins Side fahren. Nur um gerade mal zu gucken, was ganz jetzt läuft. Sektor 1 durch und auf Startziel müssen wir eigentlich Heineken-Werbung haben. Bin mal gespannt. Das sieht schon mal draußen nicht nach Heineken-Werbung aus. Aber ich gehe liebend gerne auf eine fliegende Runde und lass mich anders überzeugen. Rallyboards, okay, die könnten neue sein, habe ich nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ah, links haben wir schon Heineken. Oben auch und wir haben sogar eine Startampel. Mensch, der ist aber toll. Nice, hat funktioniert. Da kann man ja schön in Ruhe weitermachen jetzt sofort. Hm.
Oh, einmal wieder weiter in Training 2. Wieso funktionierst du schon wieder nicht? Okay, ja, wir haben jetzt Max als Rivalität. Das ist cool. Kommen halt leider fast nur Kackstrecken, deswegen wird es schwierig, die Rivalität zu gewinnen. Aber warten wir mal. Stimmt, ich wollte das zweite Training, ne? Ja. Boah. So, genau, wir sind soweit durch eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich das hier nochmal machen werde. Und wäre eine Runde, ne? Da können wir eigentlich nochmal bringen. Wir machen jetzt aber erst auf den Mediums den Long Lap Test. Wie viele Runden im Rennen fahren wir später? 33. Also reicht doch nochmal zwei Runden auf und nehmen 35 Runden Sprit mit. Und gehen raus. Ein paar Runden. Ja, stimmt, hier verbremsen sie mich ja immer. Was ist diese Kurve, ey? Ganz klassisch Standard Mittel, wie wir auch im Rennen fahren würden. Oh mal, vielleicht zerlege ich die Karre ja jetzt direkt, bevor wir auf die Runde gehen können. Wie gesagt, genau nach Ideallinie traue ich mich echt nicht. Hoppala. Nicht auf dem Körper beschleunigen. Oh, hoppala. Also im Sand hätte ich jetzt nicht fahren müssen. Kies. Weil ich ja komplett vergessen hat, die auch Krätze ist. Ich meine, da war super Spaß drauf und runter, ne? Aber es gibt echt diese Packkurven, die einem übel auf den Geist gehen.
Siehst du, ich darf wieder nicht mit Jeff reden. Es ist so buggt. Es ist so verbuggt. Holy shit, ey. Das war dumm. Nicht auf den Curb kommen, links. Ich hasse diese Kurve, ich verstehe sie nicht. Ich weiß nicht, wie man da rumkommt ordentlich, ey. I just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. That's cool. Zu viel Dreck auf der Strecke jetzt verteilen. Jetzt müssen wir so rein den Flügel wechseln. Da kann mich nicht anders weil sonst stehen, ey. Ich bin unzufrieden. Ich bin sehr, sehr unzufrieden. Aber was will ich machen? Also, wir gehen halt so jetzt ins Rennen. Alter, dass ich es nicht schaffe, reinzutappen. Es ist so nervig. Warum? Wo bin ich denn unterwegs, wenn nicht auf dem Monitor? Jetzt hat es auf einmal instant geklappt. Es ist weird. Es ist sowas von weird. Also irgendwann ist dann auch ganz, ganz falsch. We've had to spend time repairing the damage to the car. Na ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir so ins Qualifying rein. Was will ich sonst machen? Oh ne, Quatsch, ich wollte noch eine Runde drehen mit dem Dingens, ne?
Ja, sieht dann unten verschwommen aus, ey. Na komm, das seht ihr ja gar nicht. Ja, wir haben noch einen frischen Satz. Let's go. Engine fired, we're set. Ja, ich bin unzufrieden. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sag mal so, Qualifying werden wir so wahrscheinlich überleben, aber Rennen wird ziemlich schnell so in die Hose gehen. Mit nur zwei Jokern in dieser Saison. Wir haben nämlich nur noch zwei. Jetzt seid ihr schon mal an, dann schauen wir uns mal die Reifentemperaturen an. Wie warm die Reifen wirklich werden. Also ich kann da sehr wenig nur drauf achten. Aber das Ding ist, er bringt halt sowieso nicht viel. Ich weiß halt nicht, wo dieses Fenster halt ist. Keine Ahnung. Weil da halt nicht gesagt wird. Da bin ich falsch angefahren. Ja, doch schon falsch, aber war jetzt nicht das Drama. Idealine müssen wir eigentlich geschafft haben. Test complete and that was a very good job indeed. Unter 120 Grad, da steht's. Als ob ich einmal in meinem Leben über 120 Grad war. Danke, war ich nämlich nicht. Ding ist, war ich vorhin nämlich auch nicht, so McLaren Fahr. War ich eben auch nicht. Immerhin, dann hat sich das Programm nochmal gelohnt, nochmal zu machen. Okay, we can take you this lap. Aber wenn ich jetzt das Spiel nochmal neu starten würde, würde ich wieder mit Jeff nicht reden können, würde ich mal schätzen. Es ist halt weird. Wie gesagt, deswegen gehe ich auch davon aus, dass es noch ein Bug ist und der Fehler nicht bei mir liegt. Aber hier, die Kurve, die wird sehr interessant gleich im Rennen werden. Weil die wirkt mit dem Mercedes noch mal ein gutes Stück schlimmer als mit dem CDM in der MyTeam-Karriere. Genauso wie das Anbremsen auf die Kurve, durch die wir gerade sind, ey. Ah, Moment. Jetzt. Da kommt noch einer. Ich fahr hier rum. Wo ist der?
Was läuft mit dir? Hast du gesoffen? Achso, du willst auch in die Box, Digga. Na, dann fahr ich aber vor. Ich wäre auch mal langsam eigentlich für geilere Boxenanimationen. Dieses beim Reinfahren, dieses... ist halt echt dämlich. Gerade weil du halt als Erster in der Box halt voll entspannt in die Box eigentlich fahren kannst. Aber dieses Lenkrad einmal direkt so rumreißen und dann wieder so, das ist halt dämlich. Nice, dann haben wir aber jetzt doch noch alles gepackt tatsächlich. Das ist gut. Ja, mit dem Setup gehe ich einfach mal so d'accord. Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. 2 Rennen, 20%, ca. 26%. Ja, der wird ziemlich rangenommen. Das wird das Getriebe. Aber wieder Bestzeit überall. Gucken wir weiter. Oh, hoppla. Oh, guck mal, aber Bottas hat mich jetzt schon mal übertrumpft. Aber okay, wir hatten noch keine Runde, auf der wir voll gepusht sind, ne? Vorhin, das war ja sowieso, das war eine 1,18. Sehr, sehr niedrig, glaube ich. Also eine 1,18 sehr, sehr tief. Ich glaube 0,8 oder sowas, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt 19,9, das ist fast 2 Sekunden langsamer, ne? Deswegen die Bestzeit werde ich. Werde auch wahrscheinlich aus den Top 5, denke ich mal, rausrutschen. Obwohl, das sieht gut aus. Darf er so eine Viertelstunde haben? Oh, das liegt nochmal nach. Alle fahren voll wieder Runden und ich chill damit bei 3 Runden. Nur weil ich ein Programm noch machen musste. So, dann droppe ich vielleicht doch nicht aus dem Top. Sondern bleib auf der 2, das ist okay. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Haben wir gerade alles gesehen, weit und breit. Ich glaube tatsächlich, ich fange jetzt an und wir gehen jetzt in Training 3 rein und skippen das auch einmal durch, damit ich nämlich danach direkt die Ressourcenpunkte loswerden kann. Obwohl, dann haben wir schon sehr viel Zeit, also das ist schon... Nee, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Oder kann ich dich irgendwie hier überspringen? Ja, das Training ist Quatsch. Obwohl, kann ich das damit vielleicht noch... Oh ne, ich weiß nicht, ob... Nee. Qualifying. Bringen wir direkt wieder ins Qualifying, dann ist auch erledigt, ne? Der Eintagsskillen wird nicht viel ausmachen, wahrscheinlich. So. 2000 Punkte. Gut, dann können wir nämlich ein großes machen. Mehr Rabatt. Ich glaube tatsächlich, Strapazierfähigkeit kümmere ich mich erstmal kaum drum. Zuerst mal die Aerodynamik in den Griff bekommen. Also was ist in den Griff bekommen? Das ist natürlich bei Mercedes jetzt schon von Haus aus nicht so kacke. Aber dass wir halt da erstmal d'accord gehen. Weil die Strapazierfähigkeit, da habe ich auch in der Mighty-Karriere nicht viel reingeskillt. Wie gesagt, also in die Mighty-Karriere habe ich auch in die Strapazierfähigkeit nicht viel reingeskillt. So. Auch keinen interessiert. So, Setup ist drin. 9-9 fahren wir jetzt einfach. Könnte vielleicht mal gucken.
Hat Aufhängung, Heckbodenfreiheit. Ja, passt schon. Passt schon. Alles klar, nice. Wie gesagt, Strategie hier, Medium Hard, ist der Plan. Deswegen fahren wir im Q2 in der Head und auf den Mediums raus. Nehmen jetzt Sprit für 2 Röntchen mit. 2 schnelle, klar, Standardprozedur. Also, wir haben doch ganz schön Staub auf, wenn er rausfährt, ey. Der ist ganz schön am Qualm, der Mercedes. McLaren. Oder war das nicht? Ey, das war nicht das Auto, wartet nicht nur die Boxengassenausfahrt. Ist aber nicht so gesund an. Das hat aus wie ein übler Qualm, der McLaren. Ja, nice, dann fahren wir raus. Ja, ist eingestellt alles. All clear the garage, please. Car ready to leave. Der zieht noch an mir vorbei. Wie dreckig der Heckflügel ist. Ich rauche aber anscheinend nicht so. Das ist gut. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, Qualifying hier wird funktionieren. Aber Rennen wird halt wirklich schwierig werden. Im Sinne von, dass ich mich nicht selbst wegschmeiße irgendwo. Weil wie gesagt, wir haben einen Joker weniger. Wenn ich halt die meisten schon einen im Start halt verbrauche, kann ich danach einmal in der Kurve wegschmeißen von 33 Mal. Ein Wort dort. Nachfeuern, nachkorrigieren. Weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich noch Zeit dazu bekomme. Das war eine sehr gute Runde. Ah, Track Limits. Würde ich mal schätzen. Ah, jetzt ist die Spur gekommen, das macht das mal. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wo ich noch Zeit gut machen kann. Komm, Gas.
Verstappen behind. Their best lap time is a 1 minute 19.1. Wow. Und ich fahre 1:17.7. Wie gesagt, die Runde war perfekt. Würde ich ganz ehrlich sagen. Sektor 1 war ziemlich geil. Ich dachte zwar, ich kann Kurve 1 vielleicht noch einen Ticken weniger bremsen, sondern einen Ticken schneller durch die Kurven gehen. Aber er war sowieso die beste Durchfahrt durch Sektor 1 an diesem Wochenende. Ich habe oben Sektor 5 einmal kurz nachsteuern müssen. Ich habe das hat aber auch nicht so viel Zeit gekostet, aber dafür war halt wirklich schon ein kurzer Ruck. Habe ich Sektor oder Kurve gesagt? Ich meine Kurve 5, was auch immer ich gesagt habe. Ich würde sagen, die Zeit behalte ich erstmal. Ja, wichtig, Punkte aufbauen, ne? Bevor wir auf die Kackstrecken kommen. Ich rede nur von Baku, Spanien und Monaco. Wird witzig. Nicht. Eine Sekunde entfernt von Bottas. Ich brauche mir überhaupt nichts zu fürchten. 13. erster Sektor, 13. zweiter Sektor. Und ganze 16. dritter Sektor. Nee, Lüge, 15. dritter Sektor. Perfekt. Aber wie gesagt, dann kann man jetzt auch so durchspulen durch den Rest eigentlich. Nochmal kurz. Keine solche Überraschungen. Ganz schön durchsortiert, ey. Hast du die unten? Die bringst du wieder durcheinander. Wer hat es erwartet? Mit einer Sekunde Abstand auf Bottas. Dann alle durchsortiert. Dann haben wir so ein Sandwich hier, wo die immer tauschen. Dann sind wir wieder sortiert. Aber hier unten machen wir halt ein bisschen anders. Obwohl das auch gut aussieht. Das hier unten ist der Hamburger. So, Williams die Brotscheiben. Dann hast du hier, weiß nicht, Käse oder sowas. Und hier Mick als Fleischscheibe. Und du hast Mazepin hier unten noch, der nicht gegessen wird, weil... Nee. Aber Russell ist weiter, gezählt. Ansonsten, wie gesagt, alles durchsortiert. Checko vor Max. Na gut, gucken wir mal weiter. So, wie gesagt, jetzt probieren wir den One-Stopper halt auf den Mediums. Ich will kurz gucken. Die sind 0,5 langsamer, das ist mit unserer Performance machbar. Und 1,0 sind die langsamer, die skalieren sich hoch. Eine schnelle Runde. Reifen haben wir drauf. Let's go. Everyone ready? Let's go. Okay, let's go. Ah, ja. Jeff jetzt Italiener wäre, muss. Wenn Jeff Italiener wäre, würde ich mir jetzt mal sagen, er soll sagen: Let's go! Nee. Wird verbrauchen. Ja, und schon schnell, der kommt gerade so schnell an.
muss so, das war jetzt ein bisschen spät, wo ich den vorbeigelassen habe. Ich hoffe nicht, dass er mir jetzt im Weg steht. Viel zu früh wieder am Gas. War noch vor dem Apex, wo ich wieder am Gas war. Hat man Bottas echt vor mir rausgeschickt? Leute, kommt schon. Oh ja, gut, für Windschatten ist natürlich jetzt nicht schlecht, aber er muss Platz machen. Platz! Bottas! Hast du gesoffen oder was, Junge? Das ist eine Medium-Runde. Mann, ey, was ein Drecksack! Was soll die Scheiße? Nö, gibt's auch keinen Windschatten, fick dich. Wenn du so spielen willst, spielen wir so, Kumpel. Ja, verdient hast jetzt einen Alpin vor dir, lässt dich jetzt auch nicht vorbei. Natürlich lässt der dich instant vorbei. Jetzt 18-1. Die Runde war trotzdem, glaube ich, noch relativ gut. Verstappen ist behind you. Their best lap time is a 119.5. Immerhin, ey. Moment, mein Zephyr Verstappen war 19.5. Warum habe ich hier so eine krasse Performance? Ich mache mich jetzt weg, bevor der Dreierpaket da ankommt. Jetzt ja auch hier so eine kranke Performance? Aber nee, wahrscheinlich nicht. Da waren wir ja im CDM unterwegs schon. Nicht in Los Mercedes. Wie gesagt, also die Option besteht immer noch, wenn wir zu OP sind, in Belgien halt die KI noch ein bisschen hochzustellen. Dann auf 90. Aber abwarten, wie halt auch die Kackstrecken werden. Wie auch halt die Kackstrecken werden. Nicht werden werden. Werden ist kein Deutsch. Ich sag mal so, ich hätte halt nur einen Reifensatz. Aber den werde ich nicht brauchen. Ja, von hier vorne wird keiner mehr fahren, außer halt vielleicht Lando und Carlos. Ich hoffe noch einen rausgehen. Aber ich bin halt so dominant mit 1,2 Sekunden auf Bottas. Trotz, dass er mich aufgehalten hat. Ich wäre normalerweise noch schneller gewesen. Normalerweise müsste halt unter der 1,18 sein, die Runde, ey. Ach, sie schiebt sich auf Soft 3. Ja, ich werde nicht mehr fahren. Ich denke mal, das hält. Also auch schon noch viele unterwegs, ey. Warte, dass die alle auf Soft unterwegs sind. Da ist auch noch eine ganze Menge los, ey. Und gucken wir mal.
Schon wieder die schnellste Zeit. Vor Lando. Immer noch eine Sekunde vor Lando. Alter, das ist krank. Holy moly. Also, beide Mercedes und beide Red Bull starten auf Medium. Der Rest hat das Ganze so nicht gemacht. Gutes Qualifying für Sebastian, muss man sagen. 11 ist der erste, der mit frischen Reifen starten darf. Das ist ja auch nicht so schlecht. George, ja gut, 15. Lando auf der 2 war aber halt den anderen Mediums geschuldet, ne? Okay. Also wenn jetzt nicht alles schief geht, auf jeden Fall Paul. So, ich habe jetzt noch 3 Reifensätze, alles entspannt. Ja, wo fahre ich eigentlich? Kann auch einfach rausfahren. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Also mit dem Problem vorhin während den Renntests erwarte ich heute keinen Sieg. Ich hoffe einfach nur, dass ich ins Ziel komme. Im Idealfall irgendwie in den Punkten. Gucken wir mal. Wenn ich schon mal vom Pole starte, also wenn natürlich, dann glaube ich schon mal weniger Gefahr, dass ich in Kurve 1 den ersten Joker verliere. Natürlich läuft es jetzt gerade darauf ab, dass wir irgendwann halt schaffen, ohne Joker halt ein Rennen zu beenden. Aber ich sag mal so, einen will ich auf jeden Fall mindestens behalten. Sollte halt am Start oder was passieren oder irgendwas absolut Dämliches. Ich sag mal so, Bugs dürfen natürlich auch so zurückgesetzt werden. Das war tatsächlich mal genau nach Ideallinie. Habe ich noch sehr viel gelupft. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Das muss ich tatsächlich nochmal gegenchecken. Das sieht sehr schon nach Regenrinne aus. Obwohl. Nö, das war auf. Das ist ziemlich auf Kante, aber das ist noch drin. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ziemlich auf Kante. Aber ist drin. Okay, ich drücke voll auf das Gas und wir machen weiter. Wir haben ein bisschen zu viel Apex gerade mitgenommen. Das ist auch noch so eine random Kurve, ne, wo ich gerade weit gegangen bin. Später vorhin muss ich aber auch gerade kurz gedacht, schmeiße ich jetzt weg. Die Runde war nicht so nice. Trotzdem meine beste Zeit. Geil. Okay.
War eine 17-0 sogar. Die war noch besser als die in Q1. Q1, da war eine 17-1, die eine, die wir gefahren sind. Ich sag, die auch noch besser war. Die kam mir viel schlechter vor. Verstappen behind, their best lap time is a 1 minute 18.8. Spotters hinter mir. Valtteri behind you, their best lap time is a 1:18.5. Immer noch 1,5 Sekunden weg. Also ich weiß nicht, woher ich hier den Speed nehme. Ich meine, ich find's gut, ne? Aber ich frage mich halt immer, warum das in Spanien zum Beispiel nicht der Fall ist. Ich meine, klar, ganz andere Strecke und so, aber ne? Aber wenn man hier so krass dominiert, wieso dann nicht auf anderen Strecken? Naja. Oh. Also Frank, wir haben hier in den Ausschnitt geflogen, ey. Da. Controller und so. Oh nice, dann sag ich mir auf den zweiten Stint. Hoffentlich die Reifen nehme ich damit ins Rennen, wenn ich ihn nicht fahre. Es sind halt immer noch 1,5 Sekunden knapp. Holy shit. Sektor 1, 4 Zehntel, Sektor 2, 4 Zehntel, Sektor 3, 5 Zehntel. Das ist so krank. Oh, da fahr ich voraus, ne? Würde ich mal sagen. Checks complete. We're ready. Oh, mal in der Runde, glaube ich, kann man auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit gut machen. Aber wie gesagt, wir sind schon 1,17. Ganz unten irgendwo. Ich glaube nicht, dass wir die 1,17 knacken werden. Obwohl, ja doch. Also wenn ich... Ich hatte jetzt mit so 1, 2, 3 Zehntel, die ich vielleicht... Also vielleicht 3 Zehntel, die ich noch gut machen kann. Dann müsste man die 1,17 theoretisch noch knacken. Schauen wir mal. Ich finde, machen wir jetzt ganz entspannt. Damit die anderen jetzt schon rausfahren können. Also jetzt gleich, hoffentlich, irgendwann mal. Will keiner rausfahren, ich will gleich nicht voll in den Verkehr kommen. Rennen fortsetzen, wir sind noch nicht im Rennen. Mach die Reifen farben. Ich bin sehr langsam. Wollte ich meinen, dass die 70 km/h gerade sind, ne? Ein bisschen schneller. Jetzt noch 100 km/h circa. So schnell darfst du auf der Landstraße fahren. Bevor soll ich 50 fahren. Ah, guck mal, da tut sich was. Schön. Das Team bleibt drin, denke ich mal. Aber jetzt tatsächlich anfangen, die Reifen zu wärmen.
Mein Herz, ey, das war jetzt genau der beschissenste Zeitpunkt EOS, das machen wir jetzt nochmal. Das war nämlich höhere Gewalt, von daher ist das okay. Soll ich das in DRS anmachen und jetzt knallen wir. Okay. Ja, da habe ich mir vorhin noch gedacht, über den Curb darf ich nicht fahren. Dann habe ich mir vorhin noch gedacht, aber den Köpf darfst du nicht, weil sonst machst du halt einen Giga-Abgang bei der Geschwindigkeit. Na gut. Das tat aber der Aufhängung bestimmt nicht gut. Oh, ich muss Gas geben, da kommt ein Ferrari. Wenn Lust, der jetzt in gelbe Flaggen reinfährt. Und dadurch halt eventuell die Zeit noch verfälscht wird. Oh Gott, bremsen! Eigentlich habe ich vergessen zu bremsen in der Kurve. Aber schauen wir mal, was die anderen machen. Ich denke mal, meine Pole ist safe mit der 1,17 tief. Ich bin zufrieden. Stand jetzt. Wenn die jetzt natürlich hier 15er Runden rausknallen, dann würde ich mich erstens sehr wundern und zweitens ein Dreieck springen. Fantastic. You've got pole. Eis. Ist eigentlich 13 Folge? Ich glaube nicht, oder? Aber Rhein war wahrscheinlich pole. Aber war Imola auch pole? Ne, Imola war ja Strafe, stimmt. Doch, Imola war auch errechnete Pole, aber dann halt von 6. Wir sind Strafe. Alle bereit für das morgige Rennen, das aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Ein Mercedes, Bottas und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Nice, sehr schön. So, ich werde jetzt aber kurz halt essen gehen. AG Maximum Rivalität. Führen wir die Rivalität an? Irgendwie ein besseres Ergebnis? Anerkennung steigt auch natürlich. Habe es wieder Instinct geschafft reinzutappen. Es ist. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ja, als nächstes dann Rennen. Mal jetzt kurz noch gucken. Wir haben 2000 Punkte, genau. Hier. Könnte ich beides direkt machen. Ja, natürlich harter Push, ne? Wir sind immer noch gut dabei, die Mercedes-Motoren. Kann ich auch beide langsam machen, dann sind die in Monaco fertig, hoffentlich. Ja, jetzt du das. Bitte und bitte. Perfekt gepasst. Dann haben wir so ein schönes Chassis-Upgrade am Unterboden. In Monaco. Das ist sehr schön. Ja, wie gesagt, hier scheiße ich erstmal drauf. Hier irgendwie rein zu skillen. Wahrscheinlich sogar komplett. In der Mighty-Barriere muss man nicht viel reinskillen mit dem einen Wegschmeißer. Also mit dem, was wir halt dann weggeschmissen haben, dementsprechend, ne? So, Freunde, wie gesagt, kurzes Päuschen. Ich mache mal gerade was zu essen.
und danach steigen wir rein ins Rennen. Natürlich noch Musik. Premium, bis gleich.
Your fault, and sometimes life just isn't.
6 the bunny, I'm so glad that you found me. And nobody's counting our unapologetic past. Our past. Like just simmer quieted and a little bit recluse. I used to feel lost. I used to feel lost. Oh my goodness.
Thank you.
So. Okay, dann machen wir weiter. Sagen wir mal, wie es ist. Das Qualifying war jetzt eine ziemliche Rasur. Ich bin mal gespannt, wie das Rennen jetzt werden wird. Ich bin grundsätzlich positiver Dinge. Aber okay.
Wie gesagt, muss halt gucken, ob wir den Wagen nur im Feld halten. Sehr schön, ich habe dann alles geskillt. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den großen Preis von, ich glaube, Portimao, nicht Portugal. Let's go. Willkommen in Portimao. Das ist eine der geschäftigsten Städte an der Algarve und ein sehr beliebtes Reiseziel, das Touristen aus aller Welt an die Küste von Südportugal lockt. Und heute ist es auch der Schauplatz der aktuellen Runde der Formel-1-Weltmeisterschaft. Bei so einer breiten Strecke werden wir bestimmt viele spannende Rad-an-Rad-Duelle zu sehen bekommen. In Portimao ist die Strecke 4,6 Kilometer lang, hat 15 Kurven, 9 nach rechts und 6 nach links. Es gibt hier einiges, auf das man achten muss, zum Beispiel die Höhenunterschiede, denn das wirkt sich sowohl beim Bremsen wie auch beim Beschleunigen aus. Außerdem sollten Sie die DRS-Zonen auf der Zielgerade gut im Auge behalten, denn da wird es die meisten Überholmanöver geben. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Doch. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Mercedes startet also von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Leclerc, Sergio Perez und Ricciardo, Sainz, Norris, Gasly und Sebastian Vettel. Da wurde aber zurückgesetzt. Zunoda, aber Alonso fehlt, ne? Lance Stroll und Russell. Russell auf Raikkonen, Mick Schumacher. Na klar, macht ja Sinn. Antonio Giovinazzi, ja, das müsste Alonso und Nicolas Latifi. Mazepin, guck mal, also, ja. Und Fernando Alonso komplettiert die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Alonso anscheinend schon mit einem neuen Getriebe unterwegs. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Super, er trägt das anscheinend nicht, das ist sehr gut. Wir fahren den One-Stop natürlich, Runde 14 geht's rein. 33 Runden. Mal ein bisschen mehr mit, das kann nicht schaden. Wenn wir an Imola denken. Okay, let's go. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Sehr früh bremsen, damit er die Kurve dann noch bekommt. Aber dann hier auch. Standardrennen, zwei Joker. Bugs dürfen jederzeit zurückgesetzt werden. Dreimal über die Track Limits hinaus in den angesprochenen Stellen, natürlich Teil 1, 4, 5 und in den letzten beiden Kurven. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, letztes Jahr, beziehungsweise in der Mighting-Karriere, das Rennen in Portimao, das erste Rennen, aber ganz knapp auf dem zweiten Platz beendet, weil Lewis mich, glaube ich, in der letzten Runde noch überholt hat. Oh Mann, wir haben eine Menge Medium-Starter hier vorne, Leclerc ist da hinten auf den Soft. Wie gesagt, Bremspunkt, Turn 1 wird viel ausmachen mit dem Rennstart. Schauen wir mal, wir haben bis jetzt zwei recht gute Rennstarts hinter uns. Bin mal gespannt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, das zu kennen beim großen Preis von Portimao. Hier in Portugal, oder was war das von Portugal, stand da vorhin, ihr wisst, was ich meine. So, ich hab Bock. Hiernach, natürlich FIFA.
Noch ein bisschen. Das dritte Mal, also nee, das stimmt nicht, vergiss. Jetzt nicht das Mal vom Pol starten. Das war aber immer eine Startampel. Der ganze sieht schief aus, der komplette Überhang da oben. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Leclerc wird, denke ich, mal einen Hammerstart hinkriegen. Ich glaube, muss direkt außen dicht machen, damit Leclerc nicht durchschlüpft. Das mache ich auch. Track Limits, okay. Er war ein bisschen zu spät gebremst in Kurve 1, aber der war, fand ich, ziemlich perfekt gebremst. Also ich kam da noch halt sehr knapp auf den Track Limits rum, aber ich kam auch auf den Track Limits rum. Sehr schön, ja, Leclerc hat eine Position gemacht gegen Max. Schön, Bottas ist an 2 geblieben, gut. Mehr Bremse beim nächsten Mal. Is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ey, aber jetzt erst, wie bumpy die Strecke eigentlich ist, ey. Also holy, das ist ja richtig schlimm. Einige schneller als Bottas noch.
Track, damit die zweite. War jetzt auch ein bisschen sehr viel gerutscht, wie ich fand. Oh, war Kacke durch die vorletzte Kurve. Versuche gerade eine andere Linie zu finden, aber ich krieg's die halt nicht hin. Alonso ist raus. Ja. Neues Getriebe und jetzt Ausfall. Da kenne ich einen Spanier, der sich aufregen wird. Und ich kenne einen Finn, der gerade Bock hat. Und das ist nicht Kimi, zumindest nicht bei mir. Der wird langsamer. Yellow flag. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Safety car ist gut. Je mehr Runden wir unter Safety car abschließen, jetzt darf ich sogar auf Mager stellen. Guck mal. Mind your delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative. Also, means you are too fast. Reduce your pace. Some information. Ich hatte keine 2 Sekunden Zeit dafür. Nee, Bullshit. Ich hatte keine 2 Sekunden Zeit zum Reagieren. Also ja genau, mit Delta. Also, wir hatten sogar keinen Safety Car mehr. Wenn überhaupt jemals schon mal. Dann war der Anfang von der My Team Karriere Session.
Ja, wieder Safety Car finde ich gar nicht so kacke, ehrlich gesagt. Wir haben die Pace, um nachher wieder wegzukommen an sich. Und je mehr Runden ich halt unter Safety Car absolviere, desto entspannter wird es halt in der Kackkurve, ne? Und das Safety Car darf man dann also aber auf Mager stellen. Das ist schon mal gut. Aber guck mal, sehr gut. Leclerc hat jetzt meinen hier auf schon ein Ziel angehalten. Da gibt es direkt Safety Car. So soll das ja auch sein, normalerweise. Got that confirmed. Obwohl wir wahrscheinlich die Performance hätten. Aber wer weiß, was noch passiert in dem Rennen. Da war eine Panda-Box gerade, ne? Und das war nicht so schlecht von den Two-Stoppern. Oh Gott. Weil wir nachher noch eine Runde fahren werden. Alter Bernd, du bist aber auch langsam. Also ich weiß natürlich den Hamilton, aber der wäre ganz schön langsam da vorne. Über eine Runde nach werden wir noch fahren unter Safety Car. Dann wartet er auch schon wieder. Beide sind ja auch schon lange von der Map weg. Muss halt nur den Rest des Feldes aufschließen. Mit Soft wäre ich auch in die Box gegangen, bin ich ganz ehrlich. Aber auf Medium bringst du es halt nicht. Das ist ein bisschen viel Platz. Ich war abgewöhnt, in solchen Runden über die Curbs zu fahren, ey. Mal beieinander. Normalerweise müsste ich jetzt weitergehen gleich. Wenn wir noch eine Runde fahren, bin ich dann nicht schad drum. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. You will be controlling the pace on the restart. Keep it steady until the safety car has reached the pit lane. Sobald ich das gleich Rennen wieder freigegeben ist, habe ich freie Kontrolle, ne? So war das doch. Aber dafür muss Bernd erstmal in die Box fahren. Aber wir haben Zeit, ohne Ende. Ich schalte noch eins hoch, ich schalte noch eins runter. Wann ist denn bitte grün endlich?
Jungs, da muss ich halt Gas geben. Okay, grün ist aber erst, wenn ich über Stadtziel komme, ja, alles klar. Kalte Reifen. Das ist natürlich ein Nachteil. Sehr spät gebremst. Na boah, das war das denn kaputt mit dir gerade? Ja, viel später bremsen habe ich nicht. Mit dem CDM wäre das so nicht, hätte das so nicht funktioniert. Approaching the pit window, you'll be on the hard. Okay, schön. Boah, das hat die erste Runde echt Druck gemacht. Mittlerweile bin ich aber wieder gut dabei, Abstand aufzubauen. Oder aufgebaut zu haben, sagen wir mal so. Da war ein Ticken zu schnell rein. Reinfahren ist bei der Kurve tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, was Abtrieb angeht, ey. Oh, wieder eins zu tief. Boah, die sehen ja noch okay aus.
Oh shit. Bin hier auch noch ganz leicht am Lupfen. Also voll dadurch werde ich gar nicht durchziehen wahrscheinlich. We're boxing this lap. We're leading our teammate by 2.2 seconds. Understood, stopping this lap. Jetzt nicht Abtrieb verlieren, weil ich in die Box muss. Mach's gut, Valtteri. Beachtung, ich muss auch noch warten. Oh Gott, das ist schlecht. Dann könnte Bottas jetzt natürlich der Undercut gelingen, wenn bei ihm gleich, wenn er nicht so einen Stress hat nachher beim Stoppen. Die nächsten Reifen sind Softs, die werden neu sein. Ich komme vor dem Haas aus, vor dem Haas, vor dem Haas, vor dem Haas! Verflucht. Die Jungs hier, die haben alle schon harte drauf. Haben alle noch halb drauf, sind wahrscheinlich auf den gestartet. Kalte Reifen. Hab ich das schon mal erwähnt? Vielleicht. Ja, das ist natürlich alles andere als ideal für mich. Weil ich hier hart aufgehalten werde gerade. Okay, der geht rein. Aber Bottas hat den Undercut easy geschafft. Das war zu erwarten. Wie gesagt, Stress in der Box, nicht ganz so guter Boxenstopp. Aber der wird jetzt auch aufgehalten gerade. Oder wurde gerade am Kurvenscheitel aufgehalten. Hat aber auch DRS. Oh shit. Ja, das war Bullshit, deswegen habe ich die auch direkt wieder vorgelassen. Habe ich mir einfach hart verbremst.
Wäre zu eng geworden, wenn ich auch noch rein wollt, gewollt fahren wäre, Dings. Okay, Track Limits die dritte höchstwahrscheinlich. Max konnte jetzt natürlich auch wieder aufholen. Oh Gott. War jetzt alles tatsächlich in den letzten paar Runden nicht so ideal. Für Bottas aber auch nicht. Also außer, dass er vor mir ist. Aber für das Team overall war das nicht gut. Was passiert gerade mit mir? Ich komme gerade überhaupt nicht mehr um die Kurven. Hier werde ich halt nicht überholen können, dafür bin ich hier zu vorsichtig. Ja, Track Limits. Und das ist halt auch mein Problem auf Start und Ziel. Auf der Gerade bin ich halt auch, ich bin davor, dass die Kurve zu vorsichtig. Deswegen kann ich hier keinen überholen. Im Portimao. Ist so. Das ist der Grund halt. Weil ich halt keine Lust habe, die Karre in solchen Kurven halt zu zerdeppern. Und deswegen werde ich es auch nicht hinkriegen, Bottas zu überholen, außer halt, er baut einen Hardcore-Fehler. Ich habe die Karre hier gerade schon fast verloren. Also wie gesagt, Rennsieg ist leider keine Option mehr. Ich meine, ich will das nicht zu früh wegschmeißen, aber ich will auch nicht zu hoch stapeln. Der Hofer, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, das geht nicht. Also, das verstehe ich halt vorne und hinten nicht. Das ist halt das, wo ich schon immer am drüber rätseln bin. Ja, das ist jetzt halt wieder dem Replay geschuldet. Nee, ich glaube, ich lasse das einfach. Das ist zwar Rotze, weil dann habe ich das Rennen halt jetzt schon weggeschmissen. Wir sind knapp über der Hälfte, aber... Was heißt weggeschmissen? Aber den Sieg halt, aber das macht keinen Sinn. Ich zerleg mir so nur die Karre. Hier ist ja auch so viel schneller. Er war gerade fast vorbei. Weil ich versuche zu pushen und das geht nicht. Ich kann nicht so fahren wie die KI hier. Hat man ja gerade gesehen, ich war ziemlich gleich schnell wie Bottas. Gut, ich kam ran wegen Windschatten und Overtake wahrscheinlich. Aber ich hätte die Karre auch fast weggeschmissen. Ich hätte die Karre weggeschmissen, wenn ich sie nicht gefangen hätte.
Deswegen, überholen in Portimao finde ich unmöglich. Das ist auch mein einziger Kritikpunkt an der Strecke. Die Kurven hier, okay, ich meine, ja gut. Da muss man halt wissen, wie man durchfährt, ne? Aber wie gesagt, überholen ist halt... Wenn der andere keinen Fehler macht, absolut unmöglich. Und außer halt, ich hänge direkt hinter ihm dran, aber das geht halt, wie gesagt, nicht. Durch diese letzte Kurve. Ja, okay. Block ich Max ab. Fahren wir den zweiten Platz nach Hause. 1-2 immer noch fürs Team, ist ja auch geil. Macht man hier auch erst auf der Start-Ziel-DRS-Overtake an. Wie gesagt, macht das keinen Sinn. Ich habe es gerade zwei Runden probiert und ich habe mir bei beiden Malen fast die Karre zerlegt. Ich habe natürlich noch einen Joker, aber wenn ich halt das Auto zerstöre, bringt mir der Joker auch nicht so viel. Gegen Bottas mache ich ja sowieso keine Kamikaze-Aktion, das wäre ja, wenn er selbst macht. Ein Teamkollegen ist halt... Vor allen Dingen halt recht früh in der Saison, ne? Das ist das dritte Rennen, also bitte. Hier geht es halt um, ja, natürlich um einen guten Anfang zu finden, aber es geht um weniger als am Saisonende. Ich will mal ganz kurz aufs Handy gucken gerade. Max ist teilweise aber, also es ist teilweise so krank wie die beschleunigen, ne? Ohne Witz. Und hat das halt die Runden davor nicht gemacht, ne? Ah, jetzt ist Max aber Feuer und Flamme und hat mich da übel rausgekontert. Na, guck mal, ich werde versuchen zu blocken. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass auch er nicht on-track überholen kann. Und dieselben Reifen. Alles cool. Worst case, jetzt wäre noch ein Safety Car.
Weil ich dann halt wieder genau hinter Bottas bin. Und das bringt mich dann wieder so durcheinander, dass ich es verkacke. Gegen Max zu deffen. Weil wie gesagt, vorbei komme ich nicht. Also ich bin jetzt nur noch am deffen gegen Max. Backlimits! Yippie! Während dem Anbringen habe ich mir gedacht, kurz nachdem ich tatsächlich auf Gas wieder getreten bin, habe ich mir schon gedacht, könnte ein bisschen früh gewesen sein. Scheiße. Hier auf dem Stück kannst du sowieso nicht überholen. Dafür ist das viel zu kurz. Ich bin gespannt, was das ab 22 gibt mit den kleineren Autos. Ob wir dann wirklich wieder mehr Überholmanöver sehen dürfen. Weniger Dirty Air dann auch. Theoretisch schon. Vielleicht auch mal an etwas unkoscheren Stellen. Ah, hier sind keine Checklimits, das ist aber egal. Max kommt ran, aber der hat nicht die Chance, einen Angriff zu fahren. Nicht, der mir halten kann, wage ich noch zu bezweifeln, aber schauen wir erstmal. Inwiefern fehlerlos die nächsten Runden ablaufen. Nach der Aussage habe ich mich eigentlich schon in der Wand gesehen. Moin, moin. Ah, ein bisschen Rasen mähen. Hab schon. Jetzt ist Max aber halt wieder weiter weg. Nee, auf PC. Nur auf der einzig wahren Plattform für Spiele, und zwar PC. Haben wir ein bisschen verpasst. Jetzt hier angewöhnt, den zweiten durch und dann bis zum vierten durchzuschalten und dann noch einmal zurück. Das ist zwar umständlicher, aber mit dem Mercedes geht es deutlich einfacher, im zweiten durchzufahren als mit dem CDM. Ohne sind Tests. Das ist richtig, ja. Das ist ja auch ein Lenkrad für PlayStation. Normalerweise. Aber funktioniert auch mit Windows. Also beschwere ich mich nicht.
sachte. Immer schön langsam. Wenn Portimao halt auch einfach Möglichkeiten zum Überholen hätte, oh hoppla, Möglichkeiten zum Überholen hätte, wäre die Strecke 10 von 10. Weil sie hat jetzt schon 9 von 10, ne? Aber wie gesagt, überholen können wäre halt noch geil. Ich sag mal so, wenn du Grip in der letzten Kurve hast, kannst du auch da überholen. Ich habe aber keinen Grip in der letzten Kurve. Wenn es nicht so viel hat, das reicht zum Überholen. Fällt aber gerade ein bisschen ab. Obwohl ja, beziehungsweise ich komme auch wieder an Bottas ran. Also wahrscheinlich bin ich gerade wieder in der Zone oder so. Dann läuft ja auch gerade nicht so kacke, ne? Gejinks. Warum muss ich die Karre jetzt wegschmeißen? Ich habe es eigentlich schon zweimal gejinxt heute. Am ersten Mal ist schon nichts passiert. Normalerweise kommt das Knüppeldick. Ich bin schon sehr froh, dass ich die beiden harten Dinger gerade eben gefangen habe, ey. Weil wie gesagt, der eine hätte mich in die Wand katapultiert. Und das mit Highspeed. Da fand ich schon, ohne mich jetzt selbst zu beneißen, ziemlich geil, wie ich den gefangen habe. Ohne dabei wirklich auf die Bremse zu treten, ne? Muss man mal sagen. Jetzt hören wir mal auf, sonst werde ich mir gleich selber noch peinlich. Lieber jetzt die letzten vier Runden noch durchstehen. Okay, wir hatten seit einem halben Jahrhundert gefühlt nochmal einen Safety Car. Ich meine, wir haben auch zwei Autos auf der Strecke angehalten, ne? Das ist halt eigentlich schon zu erwarten. Ansonsten ist nicht viel passiert. Wie gesagt, leider halt durch den verhunzler, sagen wir mal, leicht ein Boxenstopp mit 2,8 Sekunden. Dann kam halt der Red Bull noch rein, auf den ich auch noch warten musste. Ja, dazu hatten wir dann Haas direkt vor uns in der kompletten Runde danach. Ja, und dann war der Undercut halt durch. Das war mir relativ früh schon bewusst. Mensch, so ist es. Ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwo auf, keine Ahnung, 8er Rennen beenden. Was Max? What the fuck, der ist ja voll weit weg. Ich sag mal so, 1-2 ist ein gutes Ergebnis fürs Team. Wie wir da stehen, das ist mir in erster Linie egal. Solange Bottas nicht irgendeinen Assi-Move macht. Oder ich nicht signifikanter Scheiße baue. Ich hab schon wieder den Haas vor mir, aber das müsste diesmal ein Nasefan sein. Gut, dass ich da so langsam unterwegs war. Keine Runde mehr, Mick ist weit genug weg. Max ist mittlerweile auch weit genug weg. Das heißt, der hat nachgelassen, sehr schön. Hat auch seinen dritten Platz akzeptiert.
Hey Jungs, die verdammt schnell, ne? Dafür, dass ich nicht so viel in dem Rennen zu tun hatte. Da gab es schon Rennen, die deutlich länger um waren. Imola ging auch fix rum, aber da hatten wir was zu tun in Imola. Das ist nicht gut. Die arme Batterie, du. War noch ein Perp. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... War ein bisschen übervorsichtig, weil ich da nochmal nachgesteuert habe. Aber Vorsicht schützt vor Nachsicht, heißt der Spruch, oder nicht? Vor das machen wir die schnellste Rennrunde. Gut gemacht. Hat er die mir abgenommen? Ich glaube schon, oder? Final Lap of the Race. Ja, ich sag mal so, war nicht so ein ereignisreiches Rennen. Wir hatten ein bisschen Druck von Max jetzt 10. 15 Ründchen lang, glaube ich. Den haben wir ganz gut standgehalten. Ja, da kann man auch nochmal ein Sausage Herb mitnehmen. Wie gesagt, also ich habe mich zu dem Boxenstopp schon geäußert. Ist am Anfang der Saison, dass der 2,8 ist bei Gott kein Weltuntergangsstopp. Dass der Rappel dann reinkam, das war halt so. Dass ich dann beim Haas rauskam, ist halt so. Hinterm Haas noch, Mensch. Ich wollte ja selbst an der Stelle reinkommen. Habe ich ja nochmal bestätigt extra. Dass ich auf den Reifen bei der Runde reinkommen möchte. Ich werde es natürlich erwähnen. Im Nachhinein beim Race Rebrief. Aber alles in allem, wie gesagt, sind wir ja noch früh in der Saison. Alles ist cool. Wir haben das nächste 1-2 für Mercedes. Jetzt hält man Valtteri, hat er sich verdient. Und das war's für dieses Jahr in Imola. Imola. Portimao. Schön. Okay, good job, mate. Really well done. That good was job, a fantastic team. Drive. Antonio Giovinazzi. Das Mercedes-Team hat heute eine fantastische Leistung gezeigt. Sie sollten stolz sein. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Tja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Definitiv Antonio Giovinazzi, oder? Ganz gleich, was ihm der Rest des Feldes entgegengesetzt hat, er hat keinen Fehler gemacht. Erstklassige Fahrleistung von ihm. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Okidoki, Race Debrief. Bottas gewinnt mit der schnellsten Rennrunde. GZ dafür. Danach guter zweiter Platz, bin ich zufrieden mit. Dafür, dass wir Portimao hatten und nicht einen Joker gebraucht haben. Klar, ich hätte einen nutzen können, also ich wollte mir halt aufsparen für andere Dinge. Gerade halt, wo wir hatten einmal in der Kackkurve da, weißt du, wo ich mich immer wegdrehe, den harten Steher. Wo danach auch sehr langsam, musste noch vom vierten und zweiten zurückschalten, damit wir wieder wegkamen. Und dann halt einmal diesen Hardcore-Beinahe-Abgang, der... ging der auf Start und Ziel oder wo war der? Ich glaube, der war nach Kurve 4. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Muss ich später nochmal raussuchen. Ich bin zufrieden. Für eine schwierige Strecke. Zweiter Platz. Hat Spaß gemacht. Max hat dann auch irgendwann realisiert, dass das der dritte Platz für ihn werden wird. Dritter an der Stelle. Checko, ein guter vierter Platz. Konnte leider mit seinem Soft nicht viel gegen die anderen Mediums vor ihm ausrichten. Ist mir so aufgefallen während des Rennens. Ah. Okay, immerhin vierter Platz. Und ist immerhin beinahe dran geblieben, ne? 2 Sekunden Abstand. So. Lando und Daniel sammeln gute Punkte für McLaren. Heute war auch einfach, sagen wir mal so, nicht mehr drin. Das ganze Wochenende noch nicht für McLaren. Da sollte man zufrieden sein mit den 18 Punkten, die man da bekommt. Sainz, der einzige Ferrari heute in den Punkten. Mit dem 2-Stop sogar. Hier sind sie sogar alle 2-Stop gefahren. Ja, klar, logisch. Natürlich, weil ich ja. Ja, leider auch da ging es nicht weiter nach vorne, aber hat man auch nicht erwartet tatsächlich nach dem Qualifying und den Trainings eigentlich. Yuki fährt mit dem One-Stop von 12 auf 8, 4 Punkte für den Japaner. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Hier wird man schade sein, dass man da nicht mehr gebacken bekommen hat, aber so ist es. Und dann die anderen Jungs, Sebastian leider keine Punkte, ist 2 abgefallen. Und sein Teammate ist vor ihm. Giovinazzi, good job mit dem One-Stop, gute Plätze gemacht. Russell ist ein bisschen abgefallen, konnte sich nicht nach vorne kämpfen. Latifi fährt 2 Plätze nach vorne. Die beiden Haas haben wir hier unten. Und natürlich Alonso und Leclerc mit DNF. Gucken wir in die Rangliste. Hier sehen wir, der Abstand ist natürlich geschrumpft. Bottas ist auf die 2 gerutscht, hat Max auf die 3 verdrängt. Aber hier ist schon alles cool, wir sind noch am Anfang der Saison. Deswegen wird hier auch natürlich ein bisschen durchgewechselt. Über auf die Konstrukteure. Gibt es auch noch nicht viel zu sagen. McLaren und Ferrari bahnt sich an, aber da kann man halt noch nichts drüber sagen. Doch, guck mal in die Rennleitung. Hier sehen wir, Medium Hard war die Siegerstrategie auf jeden Fall. Dann haben wir hier diverse andere Reifen, warum Checo auch immer das getan hat. Das stimmt nämlich jetzt auch, der hat auf Medium gestartet. Also, weiß ich nicht. Schwierig. Hat man sich wahrscheinlich auf den Soft gegen die Harten von ihm mehr erwartet. Anscheinend nicht passiert. Also alle mit Medium Hard sind nach vorne gefahren. Ja, okay, Kimi, hier ganz hinten brauchst du aber auch nicht mehr zu erwarten eigentlich. Ereignisse, Bescheid zu sagen. 2 Verwarnungen, einmal für Kurve abgekürzt, das war die Aktion, wo ich mich hardcore verbremst habe. Und ich glaube auch Bottas kurz ein bisschen getuscht habe. Ne, Russell habe ich ein bisschen getuscht. Ja. Passiert, habe ich die Verwarnung für bekommen, alles cool. Gehen wir mal einen Kaffee trinken auf meinen Nacken, passt schon. 2,8er Boxenstopp, ja, das haben wir auch schon geäußert. Bottas hat einen 2,6er. Okay. Okay, so ist es. Gut.
Wenn ich jetzt in die Highlights gucke, sehe ich da meine Manöver? Also meine... Wie ich den gefangen habe. Mein Start war relativ okay. War nicht der beste. Oma Bottas neben mir. Da habe ich aber dann die bessere Linie natürlich. Bottas muss abbremsen. Runde 16. Oh, cool. Und jetzt sind da Bottas unterwegs. Ah, da war die Aktion mit dem Verbremser. Ja, was hätte ich machen sollen? Ich hätte noch vielleicht nach außen ziehen können, aber... Ich habe ja die Position danach wieder hergegeben. Russell hat ja anscheinend keine Probleme davon getragen, glaube ich. Das passt schon. Alter, wollte Max kurz ein bisschen Stress, da habe ich aber voll gesagt, ne? Runde 17, eine Runde später, dieselbe Aktion nochmal. Nur dieses Mal nicht mehr mit Russell vor uns, sondern gegen Bottas. Und da sind wir ein gutes Stück aus den Track Limits rausgefahren. Obwohl, da war knapp. Ich würde mal behaupten, das war noch drin. Oh, da schon Probleme mit den Reifen. Kalte Reifen, wahrscheinlich kurz nach Restart. War aber auch relativ okay eigentlich. Anbremsen. Ich weiß nicht, wo da wirklich das Highlight ist. Ah, der Slow-Mo-Shot ist das Highlight. Okay, das habe ich noch nie angeguckt tatsächlich in dem Game. Das ist relativ cool gemacht. Auch mit der Mucke dabei. Das können wir uns eigentlich immer angucken. Warum rennen, so um ein bisschen runterzukommen. Eine Runde 19. Bin immer noch am Bottas dran. Ich bin immer noch am Pushen, aber wie gesagt, du kommst halt nicht vorbei. Gut, ah ja, da habe ich verbremst, genau. Das war die Aktion. Und dann an der Ziellinie kommen wir drüber. Was macht er jetzt? Startet er neu? Ne, er schmeißt mich raus. Das ist sehr schön. Wir haben leider nicht die Aktion gesehen, wo ich die Karre fast weggeschmissen habe. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Runde das war. Ich weiß nicht mehr, wo das war on track. Aber wir können ja mal so in die Wiederholung gucken, aber Zeit ohne Ende. Wir skippen jetzt mal durch, wo ich bin. Also so weit am Anfang war das auf keinen Fall. Da bin ich ja noch Erster. Ich glaube, bei der Aktion war ich schon nicht mehr Erster. Sonst müssen wir nur auf die Abstände gucken. Boah, ich war ziemlich lange Erster, ne? Da ist Bottas nah dran. Wir müssen jetzt natürlich immer ans Ende spulen, weil ich glaube, da war halt am Ende. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich den so gefangen habe. Da waren wir schon unter Safety Car. War das noch vor dem Safety Car? Nee, da war nicht vor dem Safety Car. Bis zum Safety Car war gefühlt 2 Sekunden bis zum Safety Car. Da sind wir wieder unter freier Kontrolle. Nee, da war es nicht. Das muss eigentlich hier gewesen sein. Ich wüsste nicht, wo ich sonst. Höchstens halt hier, aber nee, da war auch vielleicht ein bisschen zu kurz dafür. Muss hier gewesen sein eigentlich. Boxenstopp. Ja, da kam halt dann der Red Bull rein. Wie gesagt, und dann hatte ich halt leider den Haas vor mir. Ohne den Red Bull hätte ich es halt auch noch vor den Haas geschafft. Ja, Mensch, so ist es, ne? Weil einfach hier mit den kalten Reifen. Fährt halt echt in die Box, der Wichser. Ah, da war die Aktion.
Wann habe ich denn die Karre so krass verloren? Wann war das? Ist das schon dran vorbei? Na, da hätte ich Bottas eigentlich holen. Hätte ich ihn da bekommen, dann wäre halt ideal gewesen. Ich habe ihn halt leider nicht bekommen. Ne? Moment, warum waren wir hier weit raus? Oh ne, da war was anderes. Es war noch nicht mehr so spät, oder? Doch, da war Vorstart und Ziel auf jeden Fall. Daran meine ich mich gerade wieder zu erinnern. Da war doch nicht so spät. War aber nicht die Situation, oder? Nee, da war viel zu clean am Fahren. Da, hier ist es. Mensch, Runde 19. Gott sei Dank habe ich noch weitergeguckt. Wo auch immer da das Problem war. Boah, das war halt. Puh, ey. Hätte ich den Wagen verloren. Hier halt gegenlenken, hätte ich den Wagen hier verloren. Seht ihr, wo drin ich gelandet wäre? Moment, kann ich meine Maus ins Bild holen? Nee, kann ich leider nicht. Da oben rechts an der Boxeneinfahrt, das Rolex-Banner. Genau darin wäre ich wahrscheinlich gelandet. Das passt eigentlich perfekt vom Winkel. Außer ich wäre ein bisschen vielleicht, na gut, durch die Erhöhung wäre ich vielleicht ein bisschen noch gerade ausgeslidet. Dann wären wir innen in der Boxenmauer gelandet. Also außen an der Boxenmauer gelandet. Aber ich hätte auch genauso gut. Ja, ich hätte auch genauso gut da vorne einschlagen können. Rechts unter dem Aramco-Schild, ne? Klar, die Rolex-Banderole da. Das kannst du mal aus dem Cockpit an. Einfach gut verloren. Hier rechts wäre ich nämlich dann eingeschlagen. Und leider, hier sehen wir leider nicht, wie hart ich da um Gas bin, oder? Ich glaube, Gas-Bremsverhältnis siehst du hier nicht. Und du siehst halt höchstens 290 haben wir hier fast drauf. Ich bin fast mit 280 abgeflogen, ey. Mit der Bremse halt ein bisschen runter, aber. Ja, okay, sagen wir mal 40 km/h auf 250 haben wir abgebremst. 40 km/h nur. Also, holy. Wenn die Reifen waren relativ warm, das war nicht das Problem. Obwohl die Reifen waren nach der Aktion relativ warm, ne? Obwohl, geht, aber der vorne rechts ist ein bisschen kühl. Telemetrienummer kann ich nicht einstellen, ne? Ne, leider nicht. Ja, naja, so ist es. Okay, ich glaube, die DNS brauchen wir uns nicht nochmal anzugucken. Drücken wir auf weiter! Heiner, alles fit? Ich bin auch noch da. Halt, Runde 19, war doch so spät noch, krass. Macht aber richtig Spaß mit auf dem Fernseher, ey, da war viel mehr Spaß. Ihr Team hat das Rennen heute dominiert. Liegt es am Auto oder an ihrem Teamwork? Was ist ihr Geheimnis? Wir hatten uns gegenseitig rückenfrei, gutes Teamwork ist unbezahlbar. Ich hätte ganz gerne die zwei Antworten, echt, ey. Da müssen wir bald mal rein investieren nach der Season. Beste Aero-Paket auf der Strecke. Am Auto ist halt einfach alles aus, was wir damit anstellen. Ja, wie gesagt, Aero loben. Sie haben sich viel mit der Entwicklung neuer Komponenten beschäftigt, nicht wahr? Natürlich. Der Rubel muss rollen, muss weitergehen. Also die Aerodynamik sind wirklich phänomenal. Ich muss mal Chassis loben. Das wird nämlich dann bald fertig. Hat sich den ersten Platz geholt. Macht sie das froh oder eher neidisch? Ich freue mich natürlich. Das ist schließlich auch ein Sieg für das Team. Das ist richtig. Ihr Teamkollege steht heute auf dem Podium. Das ist ein gutes Ergebnis für das Team, nicht wahr? Gerade schon gesagt, ja. Wie das Beste aus unserem Chassis rausholt. Fantastisches. Es gibt hier nicht viele Autos, die das aushalten würden. Großartiges auf neue Ergebnisse. Haben wir hingearbeitet. Überlege wird das, bitte. Klasse, das war dann alles. Super. Sehr schön. Drei gute Ergebnisse. Das ist doch toll.
Gegen Max haben wir auch gewonnen in der Rivalität. Also noch nicht gewonnen, aber ne? An dem Wochenende gewonnen. Anerkennung steigt. Ich muss ja gar nicht mehr auf Moneten warten. Ich kriege keine Moneten. Moneten. Sehr schön. Ein gutes Rennen hinter uns. Macht richtig Spaß. Auch der Mercedes lässt sich gut fahren. So, geht direkt weiter nach Spanien. Wir haben 777 Ressourcenpunkte, haben 70.000 am Konto und sind Stufe 7. Ist interessant. Mal kurz, ob wir noch vielleicht was Günstiges haben. Ich wage zu bezweifeln. Und das, schade. Wäre fast das günstiger gewesen. Na gut, dann nicht. So, dann gibt es doch nicht mehr viel mehr zu tun, sondern jetzt heißt es erstmal auf Spanien warten. Ja, kommt dann morgen schon der erste Dämpfer mit Spanien. Ist ein bisschen bitter, dass ich Spanien dann am Samstag fahren muss. Weil da hätte ich mir viel lieber ein schönes Rennen gewünscht. Aber okay, ich muss dann nach Monaco an einem Sonntag fahren wahrscheinlich. Da wird auch nicht viel besser. Naja, gut.